Vielen Dank, sehr geehrter Herr Bundespräsident, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Heute ist nicht nur historisch ein bedeutender Tag, es wurden die Novemberpogrome erwähnt. Heute finde ich persönlich ist auch frauenpolitisch ein sehr bedeutender Tag, denn immerhin sind heute 61 Frauen neu eingezogen ins Parlament oder waren schon hier. Das ist immerhin ein glattes Drittel aller Abgeordneten und ich freue mich außerordentlich, dass 46,15% in unserer eigenen Fraktion Frauen vorhanden sind, hereingekommen sind, schon da gewesen sind. Ich darf euch 24 ganz besonders, aber alle 61 sehr herzlich begrüßen. Kolleginnen und Kollegen, wir haben mit den Worten "Ich gelobe" sehr hohe Verantwortung übernommen. Und in der Tat ist es ein bewegender und besonderer Moment, diese Gelöbnisformel zu hören, sie zu sprechen und ihr auch zu folgen. Ich hätte mir gewünscht, muss ich ehrlich gestehen, weil ich außerordentlich begrüße, dass die ÖVP eine Frau zur ersten Präsidentin nominieren will, dass wir vielleicht auch gegen die Usancen des Hauses die Möglichkeit gehabt hätten, wenn schon nicht in den Clubs, so dass Sie sich hier, Frau Köstinger, kurz einige Minuten präsentiert hätten, damit wir einen kurzen Einblick darin gehabt hätten, was Ihre Vorgängerinnen von Barbara Brammer begonnen über Doris Burres so vehement betrieben haben, nämlich das Haus zu öffnen. Das Haus zu öffnen, nicht nur für die Bevölkerung, vor allem für die junge Bevölkerung, dieses Haus als Ort der Begegnung zu sehen. Ich weiß nicht, wie Sie das anlegen werden und daher schade, dass Sie diese Minuten nicht genutzt haben. Aber sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich denke mir, dass wir sowieso bei jedem Gesetz, das wir hier als Parlamentarierinnen und Parlamentarier beschließen werden, nicht nur die ökonomischen, die ökologischen, die budgetären und viele andere Auswirkungen besonders betrachten müssen. Nein, wir müssen auch die frauenpolitischen Auswirkungen der Gesetze, die wir hier beschließen, ganz besonders in Augenschein nehmen. Und mit dieser großen und hohen Verantwortung, die hier damit verbunden ist, müssen wir auch artikulieren, dass wir für Verlässlichkeit stehen, dass wir für Kontinuität stehen, für Planbarkeit für die Bürgerinnen und Bürger, auch im Sinne umfassender Sicherheit, die diese brauchen. Veränderungen zum Schlechten kann es nicht geben. Weiterentwicklung des Landes muss es geben, denn auch wenn Sie heute der Vergangenheit nicht nur gute Worte geschenkt haben, so sage ich Ihnen, dass die vergangenen Jahre bei all den Konflikten doch das Land enorm weitergebracht hat, dass wir heute als gutes Land dastehen, nicht nur wirtschaftspolitisch, sondern auch für das Leben der Bürgerinnen und Bürger, dass wir hier natürlich in dieser 26. Legislaturperiode mit der ein oder anderen Gesetzesinitiative selbstverständlich auch verbessern wollen. Und die Frage, wie wir hier im Haus miteinander umgehen, ist die eine Geschichte. Ich habe in der Vergangenheit, und ich gehöre dem Parlament mit 8 Jahren Ausnahme, als ich Regierungsmitglied war, doch schon seit dem Jahr 2000 an, wir haben hier schon auch Sexismen erlebt. Wir haben hier schon Umgang miteinander erlebt, der nicht vorbildhaft ist, wo Männer sich hingestellt haben, Hände in die Hosentasche, wenn Frauen ans Rednerinnenpult gegangen sind und sich hier sehr unangenehm auch benommen haben. Und was hier gelten soll in Zukunft, das nicht mehr passiert, so wie wir das in der Vergangenheit auch erleben mussten, so gilt das auch für alle Abgeordneten außerhalb des Hohen Hauses. Und daher muss ich Ihnen sagen, nach allem Anschein, Peter Pilz ist kein Opfer. Sehr geehrte Damen und Herren, er hat die Konsequenzen später aber doch gezogen und das war wichtig und richtig.